So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind euch theoretisch noch ein Probefahrtsvideo schuldig mit Bennys Polo. Hat leider nicht geklappt, weil es kam zu einem kleinen technischen Defekt. Ihr erinnert euch, damals war auf dem Motor bei dieser, ich weiß gar nicht, wie viel PS waren es eigentlich, 770? Kann sein, ja. So viele Videos in letzter Zeit. Auf jeden Fall in dem Video, wo wir Bennys Polo auf dem Prüfstand waren, war noch ein Serienkopf auf dem 18T drauf. Normalerweise ist er vorher einen komplett gemachten mechanischen Kopf gefahren. Dieser mechanische Kopf ist damals aber kaputt gegangen, deswegen war Serie drauf. Jetzt ist Serie leider auch wieder kaputt, deswegen kommt jetzt wieder der mechanische drauf und genau deswegen sind wir jetzt heute hier. Hallo. Weil dieser Kopf kriegt nochmal einmal ein Upgrade. So, wir nehmen das Ganze mal als Möglichkeit, euch überhaupt mit unserem verrückten Professor mal ein bisschen über Köpfe zu sprechen. Weil Björn ja eigentlich keine Zylinderköpfe macht. Nein, eigentlich nicht mehr. Wir schaffen es einfach nicht mehr von der Zeit her. Wir haben zu wenig Leute und wir machen lieber Blöcke und Köpfe können andere machen. So, da Benny aber schon ja auch ein langjähriger Kunde von dir ist, ja. Ist das halt so ein Projekt hier, was ihr eigentlich schon länger begleitet, ne? Das stimmt, ja. Das war ja vor ungefähr einem Jahr, wie du schon sagtest, war der drauf und dann gab es ein Problem. Ich war beim Umzug, konnte fast nichts machen in der Zeit und jetzt habe ich ihn endlich rausgeholt und ihn mal analysiert und auch den Fehler gefunden, wieso er das Problem hatte. Ich weiß auf jeden Fall, die Differenz zwischen dem Serienkopf und dem Kopf waren, glaube ich, schon immerhin 100 PS auf dem Prüfstand. Ja, das also, ist schon viel. Also er hat mit dem mechanischen Kopf definitiv über 800 schon gehabt. Und ja, so, erstmal die Basis, 1.8T, Vierzylinder, 5 Ventiler, theoretisch Limo. Ja. Praktisch sehe ich aber schon Unterschiede. Ja, welche denn? Wo fangen wir mal an? Also im Endeffekt ist das so, wie dein Race-Motor werden soll. Die Kanalbearbeitung, wie wir immer gemacht haben. Mhm. Golfball-Einlässe, Auslässe normal und 1 mm größere Ein- und Auslassventile. Das ist verbaut. Mhm. Dafür haben wir alle Ventilsitze einmal erneuert und da kam dieses Heat-Material rein von NG. Das haben wir für deinen auch noch liegen. Dieses Bronzefarbe. Genau. Und wobei, da muss ich kurz einmal reingritschen, für meinen haben wir noch mal eine Sache krassere. Das ist Heat 2 und für meinen haben wir so Heat 3. Okay. Was ist der Unterschied? Das kann ich dir nicht sagen, aber Heat 3 ist sowas von krass, dass das von Tim ein Geburtstagsgeschenk für mich war. Er meinte, das ist normalerweise unbezahlbar und ist irgendwie wirklich von der Wärmeleitfähigkeit her nochmal. Okay, ich hoffe, das lässt sich bei uns bearbeiten. Das werden wir dann sehen. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben die Grundbohrung, macht die NG immer für uns. Dann kommen die Sitze, die pressen wir ein, machen die Führung rein und dann schneiden wir die Sitze. Unterschied zu den Originalsitzen zum Beispiel ist, wir haben hier 1 mm größere Einlassventile, also können wir den Innendurchmesser auch 1 mm größer machen und trotzdem haben wir unseren Stahl, der in einem Radius in die 45 Grad reingeht, weil jede Kante ist eben eine Verwirbelung, ein schlechterer Flow und so habe ich diese Stähle machen lassen, die von dem geraden Kanal in den 45 Grad reingeht in einem Winkel. So sind die Einlass. Das heißt, der Winkel ist hier dazwischen, zur Dichtfläche. Zur Dichtfläche kommt es an. Ja. Ab hier ist dann der Radius und dann, kann man es erkennen, ist dann dort der ungefähr 1,4 mm breite 45 Grad Sitz. Und 45 Grad ist original auch? Oder? Ist eigentlich immer. Bei allen Autos wird es 45 Grad. Weil am besten dichtet. Weil es der Kompromiss, beste Kompromiss ist zwischen Dichten und Spalt. Wie geht es dann weiter? Richtung Brennraum? Ist da auch dann, noch geht mal es, dann geht es noch einmal in, von 45 Grad auf 35 Grad, der äußere Korrekturwinkel, und dann mit einem Radius eben in den Brennraum rein, was man ja hier wieder erkennen kann. Also das sind so die Werte, die, die als Faustformel in Ordnung sind. Wird das in der Serie auch so gemacht oder hat man in der Serie einfach nur verschiedene Winkel? Nein, in der Serie hat man eigentlich nur einen Winkel. Der Sitzring wird so reingesetzt, der hat so eine Vorkontur und es wird nur 45 Grad geschnitten. Manchmal ist er dann eben 1,2 breit, manchmal 1,7 breit, aber für die Serie reicht das vollkommen. Wir wollen in dem Video einfach mal ein bisschen über Zylinderkopf quatschen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen mal die einzelnen Teile durch und du sagst mal grob, was du denkst, was es bringt. So, also als Beispiel, wir fangen jetzt als allererstes mal an mit der generellen Kanalbearbeitung. Die Kanalbearbeitung bringt definitiv
die Luftmasse in den Brennraum rein. Und wir brauchen ja Luft für die Verbrennung. Immer die Mischung zwischen Luft und Benzin produziert die Leistung. Und wenn die Kanäle größer werden, kann man theoretisch mehr reinbekommen. Mhm. Es gibt irgendwann eine Grenze, da ist es nicht mehr sinnvoll, größer zu werden, weil eben man nutzt eigentlich noch diese Pulsation aus. Im Turbomotor ist es nicht ganz so wichtig. Einlass und Auslass gleich oder eins wichtiger von beiden? Hahaha, das ist jetzt eine... Also, beim Turbomotor, je nach Konstruktion, der TFSI, gleichzeitig der Lambo, hat ganz kleine Auslassventile. Da bringt das Auslassventil deutlich mehr für die Leistung als das Einlassventil. Mhm. Wenn man die zum Beispiel von 28 auf 30... Nee, wir sind erstmal nur beim Kanal jetzt. Ventil kommt als nächstes. Ja, das ist aber das Gleiche. Man kann nicht den Kanal riesig groß machen und dahinter ist das Ventil so klein. Das muss natürlich immer passen. Deswegen ist es, wenn ich jetzt mal so umdrehe, ist es ja fast Blödsinn, diesen Kanal nochmal viel, viel größer zu machen, wenn dahinter die Ventile es nicht mitmachen. Mhm. Irgendwo hat man ja dann diese Nadelöhr. Das heißt, kommt immer auf den Grundmotor drauf an, ob man Ventile größer, kleiner und so weiter macht. Genau. Beziehungsweise kleiner nicht, aber auf jeden Fall größer. Genau. So, in dem Fall ist das jetzt auch schon Maximum. Mehr würden wir da definitiv auch nicht reinkriegen. Nein, mehr geht nicht. Das ist schon sehr eng. Manchmal, je nachdem, berühren sich so Ein- und Auslassventile, wenn man zu viel Überschneidung hat oder wenn die Ventilfedern zu schwach sind. Das ist maximales. 28er Einlassventil, 31er Auslassventil. Bist du der Meinung, das größere Auslassventil bringt auch Leistung? Ja. Oder Ansprechverhalten? Ja. So, weil das haben wir auf jeden Fall gemerkt in der Vergangenheit mit dem Ansprechverhalten, dass einfach mit größeren Auslassventilen das Ansprechverhalten besser wird. Ja. Warum? Weil eben der Restdruck im Brennraum, der kann auf einmal viel schneller aus dem Brennraum raus, in den Kanal raus und auf die Turbine treffen. Mhm. Und versuch mal auf so einem Kinderventilator sozusagen mit dem Strohhalm zu pusten oder mit so einem großen Rohr zu pusten. Mit einem großen Rohr kommt einfach mehr Luft durch. Warum machen die in einer Serie kleinere Ventile? Interessant ist das natürlich, bei den neueren Motoren sind die Auslassventile immer kleiner. Kommt mir so vor. Ich glaube, es liegt daran, dass man die Hitze im Brennraum lassen möchte, um eine saubere Verbrennung hinzubekommen. Ah, okay. Verstehe. Ja. Eigentlich wäre es von der Thermodynamik her für alle, für so einen Motor besser. Ein Beispiel, es gibt so einen Mini-Motor, der erste von diesen Mini-Coopern, die vom BMW gebaut worden sind, die sind die Ventile so dermaßen klein, dass der Motor innerlich überhitzt, weil er die Abgase nicht rausbekommt und reißt überall. Ja. Okay, krass. Ja, okay, somit haben wir schon mal geklärt, Sitze inklusive Kontur, Größe, Kanal, Ventile. Noch eine Sache zu den Sitzen, wir haben dieses kupferfarbene als Material. Hauptgrund, das hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als das Originale. Mhm. Originale wird für Einlässe Gussmaterial genommen, für Auslässe irgendein anderes Legierung. Mhm. Und hier haben wir einen hohen Kupferanteil, Kupfer leitet die Wärme natürlich viel besser als Stahl. Da haben wir allerdings auch noch keine Langzeiterfahrung mit, ne? Relativ wenig gefahren. Das stimmt. Ja, das fehlt noch. Das soll ja auch ein bisschen weicher sein. Das stimmt. Siehst du das als besser für das Ventil beim Schließen oder eher als schlechter? Kann man so nicht sagen, weil man braucht immer die passenden Paarungen. Mhm. Also ein zu harter Ventilsitz verschleißt das Ventil viel zu schnell. Mhm. Und die Supertech-Auslassventile, okay, aber die Einlassventile sind eben nicht aus dem allerhärtesten Material. Mhm. Dementsprechend ist schon bei deinem Motor, erkennt man eine Art, wie sich das reindrückt in den Ventilsitz. Mhm. Mit den Stahlsitzringen. Genau. Ventile, Supertech, Einlass? Einlass ist ein Stahlventil, nicht hochlegiert, kein Inconel. Das ist bei Einlass vollkommener Blödsinn, weil man hat ja keine Temperaturbelastung. Mhm. Dieses Nitrierung ist einfach als Verschleißschutz. Kannst du noch mal einmal den Zuschauern erklären, warum die Einlassseite keine Temperaturbelastung hat? Weil sie eigentlich nur die Wärme von dem Teller hier bekommen und dann relativ gut die Wärme ja an den Sitz abgeben können. Anders ist es beim Auslass. Das Auslass kriegt zuerst Wärme von hier. Wenn es aufgeht, schießt es herum und wird dann so im Ganzen wird es heiß und es glüht. Und deswegen Inconel, Nickelbasis, was die Temperatur besser
kann als Stahlbasis. Okay, das heißt, Einlassventil halt einfach immer geschlossen, gehen keine Abgase dran vorbei. Außenventil steht halt volles Ballett dann drin. Ne? Genau. Kann das trotzdem über die Ventilführung Temperatur abgeben, wenn es offen steht? Oder? Oh, den Wert weiß ich gerade nicht, 100%. Über die Ventilführung 10-20% nur und den Rest über den Ventilsitz. Mhm. Das bedeutet, im Moment des Aufgehens ist es relativ wenig, was durch den Ventil Führung. Das heißt, das ist eigentlich schon so fast thermisch mit das krasseste belastete Bauteil in dem ganzen Motor. Ja, also und die Temperatur staut sich dann noch einmal vor der Turbine. Hm. Das ist sozusagen, du kennst es ja, die Turbine glüht, der Rest nicht so, da wird es nochmal gestaut. Wenn wir vor der Turbine 1000 Grad haben, was denkst du, haben wir im Rennraum? Oh, das ist eine so schwierige Frage. Wollten wir eigentlich schon immer mal messen, aber... Das ist relativ. Ich glaube, mitten in der Flammfront geht es auch hoch auf 1000 darüber. Weiter am Rand und an der Zylinderoberfläche, weil Aluminium schmilzt ja bei 300, 400, 500 Grad langsam. Da wird es nicht ansatzweise so heiß werden an der Wand. Mhm. Das Ventil selber wird bestimmt seine 950 bis 1000 Grad bekommen. Mhm. Krass, okay. Du fährst E85, bisschen kühler. Bei Normalsachen sagt man ja auch, die Verbrennung ist ja nicht 100% abgeschlossen, wenn das Ventil aufgeht. Mhm. Oft, wenn die Zündung immer später geht, verlagert sich die Verbrennung immer mehr in den Auslass rein und es verbrennt dann noch die Restgase im Auslasskanal und erhitzt ihn nochmal stärker. Ja. Gibt es leider nur als Einkeilversion. Gibt es nur als Einkeilversion? Gibt es Unterschiede zwischen, das zeige ich dir gerne. Warte, wo ist denn die kleine Kasten hin? Nee. Nein, hier. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Was meint ihr, nochmal kurz für die Kamera, was meint ihr mit dem? Dieser Keil hier. Drei Keil. Das ist quasi die Keile, die am Ende das Ventil in dem Teller halten gegen die Feder. Klemmende, drehende. Mhm. Klemmen bedeutet... Das heißt, Einkeilversion ist immer klemmend. Klemmend, genau. Alles zusammen. Der Ventilteller ist hier feste drin, kann man auch nicht mehr drehen, der ist verkeilt. Mhm. Das macht die Sache sehr stabil. Für hohe Drehzahlen wichtig. Mhm. Nachteil, das Ventil kann sich im Betrieb nicht mehr so einfach drehen. Meinst du, es dreht sich trotzdem? Oder? Ein bisschen ja. Weil unten sind die Stahlscheiben, es kann sich ein bisschen drehen. Wobei, ich habe auch schon manchmal bei dir gesehen, bei manchen, da waren die Nitrierschicht auf einer Seite und auf der anderen gegenüberliegenden Seite weg. Mhm. Das bedeutet, das Ventil hat sich nie gedreht. Und man sah es auch, dass es nicht so toll war. Ein Drei-Rillen-Ventil. Der gleiche Version, ich habe ich jetzt nicht da, kann man aber sozusagen hier drin drehen. Es ist lose hier gehalten. Wenn es diese Version auch als Dreirillen geben würde, würdest du die lieber einbauen? Nicht für dich. Okay. Also ich glaube, das ist so, ich glaube so ein M3 hat mit seinen 8.500 oder ein Lamborghini als Grenze und... Lamborghini, da ist es wieder. Ja, das ist eben der Nachteil, deswegen empfehle ich nicht größere Ventile, weil von Supertech gibt es nur Übermaßventile mit Einrillen. Mhm. Deswegen empfehle ich für Straßenautos, die viele Kilometer fahren, doch lieber die Dreirillen-Version. Mhm. Weil man sieht ganz klar, dass sich ein Ventilsitz und Ventilführung gleichmäßiger abnutzt. So, dann Thema Ventilführung. Ja. Kann man so von irgendwo ein bisschen sehen, wenn dann nur über einen Einlass ein bisschen... Hier. So, da gab es ja Probleme bei dem Zylinderkopf, ne? Genau, das sind die beiden Ventilführungen. Einlass mit dieser abgesetzten konischen Version, weil da muss möglichst wenig im Kanal drin stehen. Auslass ist, ist so geformt, weil man die Wärme besser wegbekommen soll. Mhm. Und da wäre sowas Dünnes, würde genauso glühend werden wie das Ventil. Ja. Das heißt, das Ganze steht so später im Kanal, wenn das Ventil offen ist. Genau. Bis hierhin ist dann der Kanal, so bis dahin ungefähr. Und ja, das ist auch schon ein Hiebmaterial. Das ist noch, in dem Fall ist es noch das normale Mehrstoff-Bronzematerial. Ich habe gehört, dass Tim jetzt auch andere Führung hat aus dem Heat-3-Material, was noch mal deutlich besser ist. Die ersten Heat-Materialien waren vom Verschleiß zu hoch. Die waren zwar sehr gut von der Wärmeleitfähigkeit, aber man muss ja einen Kompromiss haben. Und eine Ventilführung verschleißt sehr schnell. Deswegen nimmt man lieber eins, was nicht so viel leitet, aber es hält dann einfach mal 10.000 Kilometer. Was war das Problem bei Bennys Kopf jetzt hier? Bei Bennys Kopf war, Benny rief mich an, sagte, einmal hochgedreht unter Last
auf einmal keine Kompression mehr auf einem Zylinder. Und das hat er ein paar Mal gehabt, ne? Genau, hat nochmal die Stößel nochmal reingesetzt, das Lashcap, weil die Lashcaps sind rausgefallen. Lashcaps, kommen wir später zu, sind diese mechanischen Stößel mit diesen Einstellkappen. Mhm. Das sind Lashcaps und die sind rausgefallen, hangen da auf 7:30. Dementsprechend konnte der Motor das Ventil gar nicht richtig mehr schließen. Das heißt, Ventil war offen und Zylinder keine Kompression mehr. Ja. Ich mache immer Ventilführungen, hat ein gewisses Spiel. Hier drin. Mhm. Und das Ventil ist 6 mm. Das ist 600stel Millimeter unter Null. Mhm. Und ein Einlassventil 300-400stel unter Null. Mhm. So mache ich die Ventilführung auf Null, damit das Einlassventil 300-400stel Spiel hat und Auslassventil 600stel Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, ein Auslassventil wird heiß und dehnt sich viel, viel heißer und dehnt sich viel stärker aus als ein Einlassventil. Also braucht es mehr Spiel, damit es nicht klemmt. Mhm. Ich habe den, zerlege den Kopf und ziehe das eine Ventil raus, was ein bisschen kaputt war an der Oberseite und wollte nochmal durchreiben, die Macken rausreiben und merke, meine 6er Reibahle nimmt ganz viel Material raus. Mhm. Also nehme ich meine Messuhr halt rein und sehe vor Schock, dass die Ventilführung bei uns nur auf 5,97 mm gerieben war. Mhm. Das bedeutet, das Auslassventil hatte nur 300stel Spiel. Mhm. Und jetzt ist meine sehr starke Vermutung, das Ventil bewegt sich ja, dann gibt er im Teillast und so weiter, vollkommen egal, ist ja noch nicht heiß, und dann gibt er auf einmal Gas. Ja. Das Ventil geht auf, es wird hier heiß, hier zieht die Wärme drunter, es dehnt sich so aus und es blieb einfach stecken. Ja. Es blieb hängen, weil es durch diese kurze Belastung hier zu groß wurde. Und dann blieb das Ventil hängen, Nocke ging weiter und Stößel konnte rausfallen, also Lashcap konnte rausfallen. Ja. Das ist meine ganz starke Vermutung, wie das war das auf allen oder nur auf manchen? Nein, das war auf allen. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen ist es einfach, ich habe es auch im Dokument gesehen, 5,97 gerieben. Wie mir das passiert ist, weiß ich nicht, aber ist mir passiert. Ist passiert, ja. Es ist zu eng gewesen. Und das ist meine Vermutung. So, okay. Ja. Das heißt, jetzt Supertech Ventile, 1 mm größer, Supertech Feder. Ja. Gut, da muss ich mich einmal hier hinsetzen. Jetzt geht noch einmal Ventilfederkraft messen. Das mache ich aber jetzt nur ganz grob angedeutet. Ich habe diese Ventilfedern. Ich kann sie ausmessen, wie viel die im eingebauten Zustand vorgespannt sind. Mhm. Dann habe ich hier meine Uhr. Jetzt muss ich. Wofür ist diese Vorspannung notwendig? Die Vorspannung ist notwendig. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel mit 1 Kilogramm da wäre und du drückst 4 Bar drauf, dann würden die 4 Bar auf diese Fläche natürlich so viel Kilogramm erzeugen, würden sie aufgedrückt werden. Über den Einlasskanal. Genauso die Auslasskanäle, der Auslass, der Abgasgegendruck, du hast es ja jetzt schon gemessen bei dir, der ist auf einmal ganz schön hoch. Der ist auf einmal deutlich mehr als der Ladedruck. Mhm. Und dementsprechend kommt hier ein Druck, was es verhindert, dass das Ventil schließen kann, aber nur bei Belastung. Okay. Ja. Ist da mehr entscheidend der Druck oder die Drehzahl, also die Massenträgheit? Beim Turbo ist es mehr der Druck. Okay. Beim Saugermotor hochdrehende sind natürlich die Drehzahl wichtig. Das heißt, die Federn, die hier zum Beispiel reinkommen, angenommen, wir würden da einen Sauger ausmachen und würden statt 8000 12.000 drehen. Meinst du, das würde reichen? Nein, das reicht nicht, weil Massenträgheiten von Stößel sind mit der Drehzahl quadratisch erhöhen sich die Kräfte. Also da bist du dann doch ein bisschen... Okay. Nur damit wir mal so eine kleine... Sagen wir mal so, wenn du von 8 und gehst auf 9 oder 9,5, das ist noch im Rahmen. Mhm. Aber Verdopplung der Drehzahl, Vervierfachung der Massenkräfte. Mhm. Okay. Jetzt haben wir hier meine Federwaage. Ich baue ein... Ich nehme mal fiktiv einen Wert. Einbauwert ist hier, sagen wir mal so, 24 Kilogramm. Einbauwert heißt, diese Vorspannung hat die Feder jetzt eingebaut. Wenn das Ventil nicht gedrückt wird von der Locke. Und dann ist der nächste Wert, den Hub dazurechnen. Ich mache einfach mal, ups, das war zu viel. Das ist jetzt der Hub dazugerechnet. Von der Nockenwelle. Genau, haben wir 60 Kilogramm. Und jetzt kann ich gucken, so mache ich das. Ich unterlege das dann mit Scheiben. Zum Beispiel hier. 1 mm und 0,5 mm legst da drunter und sehe, das brachte 4 Kilogramm. So stelle ich das ein. Muss dann einmal immer noch einmal kontrollieren, ob der Resthub mindestens 1 mm ist, weil
das war jetzt 1 mm und ab jetzt auf einmal geht es hoch, seht ihr? Das ist, wenn die Feder auf Bock ist. Auf Block geht, ja. Ja. Und so stelle ich diese Ventilfederkräfte immer ein mit Scheiben, die habe ich in verschiedenen Durchmessern, weil wir schneiden ja auch die Sitze fast 1 mm tiefer. Dementsprechend ist das tolle Supertech-Ventil, die aber auch 1 mm loser und dann hat es nicht mehr die Kraft, die es eigentlich haben sollte. Okay, das heißt, Ventilfedern merken wir uns, wir müssen A, wissen, wie die Kraft in der Einbaulänge eingebaut ist, ja. Dann wie viel die Kraft unter Maximalhub ist. Ja. Und dann noch genug Freigängigkeit, also für den Maximalhub. Genau. Und als beim Auslass, beim 1.8T oder so, sage ich so 40 Kilogramm mindestens Sitzkraft. Mhm. Und Öffnungskraft, je nach Nocke, ist es dann bei um die 100, in dem Fall sind es 105 Kilogramm. Mhm. Bei dir sind es 115 Kilogramm, weil du hast mit den mechanischen mehr Hub als diese Wellen. Mhm. Mhm. Weil du hast nämlich stärkere fast die gleiche Einlasswelle. Aber stärker Auslasswellen. Mhm. Deswegen kann man das so vergleichen, so ein bisschen vom Ansprechen. Und das sind dann wirklich diese Kilogrammzahlen sind Erfahrungswerte, weil das wird man wahrscheinlich schlecht berechnen können oder ähnliches. Das haben wir dann bei ihm gesehen. Dann hattest du auf einmal Zündaussetzer, dann haben wir zerlegt, dann haben wir gesehen, dass Ein- und Auslassventile sich berührt haben, weil wir Ventilfedern hatten, die zuerst gut waren. Und dann auf einmal waren sie 1,5-2 mm kürzer. Sie sind einfach weich geworden. Und dann haben wir gesehen, die Kraft reicht nicht. Ja, man kann sowas auch berechnen, aber das ist wiederum viel zu viel. Da müssten wir aber auch ganz genau die Drücke und so weiter wissen. Ja, das kriegen wir nicht hin. Das. Gibt es an diesem Zylinderkopf jetzt noch irgendwas, was du gerne optimieren würdest, wenn es gehen würde? Nein. Also ist quasi all in. Der ist wirklich so, wie dein Kopf auch nachher sein wird. Wir können auch mit den Ventilführungen bei dir gucken, aber die sind alle voll im Rahmen. Ich habe alle Auslässe eben auf 6 mm. Genau, also der Unterschied ist theoretisch wirklich nur noch die Sitzringe eigentlich. Genau. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass das Problem war. Mechanische Nockenwellen. Genau. Waren wir ja schon, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal drauf eingegangen. Ja. Du kannst jetzt nur noch einmal bitte kurz diesen Punkt mit dem Ventilspiel nochmal einmal zeigen. Dass die Leute nochmal einmal sehen, wie bei einem mechanischen Kopf das eingestellt wird gegenüber einem, gegenüber einem Hydrokopf. Ja. Ist das runtergefallen? Nein. So, weil... Das ist wichtig, jetzt muss was drunter, weil sonst dreht man die Nocke und dann... Ist das Ventil krumm? Welches willst du haben? Das die waren sortiert. Ich weiß, ja. Ich kenne das Spiel. Ist eigentlich ganz egal, nur an einem erklären. Ach so, okay. Ich nehme... So, also theoretisch... Ich nehme ein anderes. Ich nehme dieses Auslass hier. Okay. Hier ist das. Hast du gerade einen alten Stößel irgendwo rumfliegen mit Hydro? Boah. Okay, mach du da mal weiter, ich such mal kurz. Hier ist das Ventil im Kopf. Hier ist der Lashcap. Der Lashcap wieder drüber gepackt. Dann kommt der Stößel. Dann kommt die Nockenwelle. Und jetzt wird hier mit einer Fühlerlehre das Ventilspiel gemessen. Wenn das Ventilspiel zu klein ist, muss ich ein dickeres reinpacken, zu groß muss ein größeres reinpacken. Dabei ist es, eigentlich ist die Arbeit relativ einfach. Das einzige Problem, was wir gemerkt haben, wir haben dann so viele Lashcaps gebraucht, um verschiedene Sachen zu packen. So haben wir hier eine Kiste. Das ist nur von 2,6 bis 3,35. Und in einer anderen Kiste habe ich noch zwei Abteilungen, die gehen dann von 1 mm bis 2,6 mm, sodass ich, weil diese Nockenwellen zum Beispiel ist 2 mm dünner geschliffen als eine Schrägwelle, dementsprechend muss... Vom Grundkreis. Ja, und wenn jetzt der Grundkreis 2 mm kleiner ist, wie viel muss denn der Lashcap größer, kleiner sein? Ja, wenn der Grundkreis 2 mm kleiner ist, muss er theoretisch in dem Moment... noch früher morgen? Ja. Auch 2 mm. Nein. Größer, kleiner? Ist die erste Frage. Größer. Größer ist richtig, aber nur 1 mm. Weil 2 mm Grundkreis macht 1 mm Radius. Ich war beim Radius gerade. Aber nur mal so, je nachdem, wie viele Varianten es gibt, war das unglaublich, wie viele Werte diese blöden Lashcaps sind. Und das ist ganz wichtig für mich. Haben das wohl draufgeschrieben? Vorsichtig Lashcap, weil ich nämlich so einer bin, der läuft damit und legt sich auf die Schnauze und dann kann einer hier erstmal wieder sortieren. Und das ist ganz schön aufwendig. Also auch nicht für dich, ne? Ich weiß noch, wie du Panik hattest, dass sie weggekommen sind.
Ja, die ist beim Umzug. Oh, meine Güte. Siehst schon, dass ich sie mitgenommen habe nach Hannover. Aber. Ja, ich konnte mich erinnern, dass du deinen irgendwie einstellen wolltest. Nee. Gut. Ja. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich werde diesen Motor niemals einstellen, weil ich wollte ja immer keine mechanischen Glocken mehr reinmachen. Ja. Du wolltest die mechanischen mal reinmachen, ich nicht. So, okay, das heißt, hattest du schon kurz erklärt, wo jetzt der Unterschied zwischen mechanischen und Hydro ist? Das habe ich nicht. Beim Hydro-Element haben wir hier kein Hydro-Element. Nee, aber man kann das ja grob hier so. Beim Hydro-Element hat man hier innen drin ein hydraulisches Ausgleichselement. Das wird mit dem Öldruck durch diesen Kanal, der immer in dieser Hydrobohrung ist. Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr hier einen so einen Kanal. Da kommt Öldruck an. Das wird in den Stößel geleitet und drückt das Hydro bis auf Kontakt zu. Mhm. Der Öldruck ist natürlich nicht so hoch, dass das Ventil aufgerückt wird, sondern nur ein bisschen. Mhm. Und er hat auch immer extra ein bisschen Verlust, weil dann dreht sich das und dieser kurze Moment des Drehens schafft das Hydro, den Öldruck konstant zu bleiben. Mhm. Und wenn es dann wieder schließt und es minimal ein tausendstel Millimeter wieder Öl verloren hat, dann kann wieder der Öldruck in der Grundstellung stehen bleiben, weil Grundstellung ist ja deutlich länger als das eigentliche Bewegen. Das ist das Hydroelement. Das hat aber bei einer gewissen Drehzahl, ist es erstmal schwerer und irgendwann reicht die Zeit dann doch nicht mehr aus, bei 8.500-9.000, dass das Öl in das Hydro kann und das Hydro wird immer leerer, weil es immer nur noch drückt und zu wenig Zeit hat zum Drücken. Ja, ja. Also haben wir auf mechanisch geändert. Das heißt, das Ganze wird am Ende, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, ein bisschen schwabbelig und ist alles gar nicht mehr so geführt. Genau. Marco hat mir erzählt, bei seinem, wenn der seine 8.5 gedreht hat mit seinem S2 und er war im Ziel, dann hat das erstmal geklappert wie bekloppt. Weil und hat gar kein Öl mehr drin war. Genau, dann hat sich das wieder beruhigt, die haben sich wieder aufgefüllt und dann lief er wieder. Weil das Problem ist ja, man hat ja in dem Moment eigentlich dann viel zu viel Ventilspiel. Ja. Das heißt, das Ventil wird ja auch eigentlich gar nicht mehr richtig geführt, sauber geöffnet, sondern wird schon jedes Mal ein bisschen aufgeschlagen. Das stimmt. Und dann hatten wir auch immer das Problem, dass die Hydros immer kaputt gegangen sind und so weiter. Das sowieso. Das war, irgendwann ist auch die Kraft zu hoch von dieser Fläche, von dem Hydro-Element, das ist ja nur ein Originalbauteil. Und wir haben so viele Federkräfte mit so viel Druck dort, das hat das Material nicht mitgemacht. Ja, und bei dem Hydro, bei dem mechanischen hat man das Ventilspiel wieder mal zum Längenausgleich. Das wäre wichtig, weil wir haben ja die Temperatur in dem Ventil, das heißt, es wächst, es schließt. Deswegen hat ein Auslassventil immer mehr Spiel als ein Einlassventil. Mhm, weil wird. Ja, in dem Fall bei den Schrägwellen, bei diesen Catcams-Wellen 0,30 Auslass, 0,25 Einlass. Mhm. Bei dir habe ich es, weil es ja noch, immer noch extremer, habe ich aber extra die Auslässe machen lassen auf 0,40, weil dann hat er ein bisschen mehr Toleranz. Ausgeglichen wird das mit der sogenannten Anlauframpe an der Nockenwelle. Das ist der Bereich, wo das Hydro nicht voll gedrückt wird, sondern wo es langsam auf Kontakt ist. Und dieser Weg ist jetzt bei dir nicht 0,30, sondern 0,40. So hast du noch mal ein Zehntel mehr Wärmeausgleich. Das heißt, du hast das direkt bei der Welle auch angepasst? Ja, bei Catcams haben wir deine Wellen extra so mit dem Spiel, mit der Anlauframpe machen lassen. Das heißt, sobald theoretisch 0,4 mm Ventilhub ist, geht der Hub erst richtig los. Genau. Von der Kontur. Genau. Wenn du diesen hier auf 0,4 machen würdest, dann wird der aufgeschlagen. Schon in den Bereich kommen, wo es schlägt, wo er nicht mal sauber aufsitzt. Okay, ja. Ich würde sagen, so viel zum Thema Zylinderkopf. Ist doch wieder ein bisschen mehr geworden. Jetzt kann Benny wieder fleißig Gas geben. Ich vermute, bevor ihr ein Fahrvideo bekommt, sind wir dann doch wieder auf Prüfstand, um zu gucken, was der Kopf gebracht hat. Ja. Gegenüber dem alten. Ja. Und ja, eigentlich machst du ja keine Köpfe mehr, weil keine Zeit. Das heißt, das ist mir ja immer so eine Hobby-Sache. Mich interessiert das ja. Mich interessiert das ja so wie mit deinem Motor. Das mache ich auch die Köpfe, weil mich interessiert, was bringt was. Mhm. Aber im Endeffekt, vom normalen Ablauf her, geht es leider nicht, weil die Halle ist voll mit Motorblöcken. Ja. Okay, cool. Wir machen jetzt weiter und dann sehen wir uns auf dem Prüfstand.